Nintendo. Intelligent Systems. Und hiermit herzlich willkommen zu Paper Mario, die Legende von Äonentor, heute exklusiv für die Switch erschienen, ein Remake zum GameCube-Klassiker, was ich nie gespielt habe, aber jetzt mit dem Release nachholen werde. Und da wir heute in einer Stunde Folge Paper Mario 64 abgeschlossen haben, kommt das wie gerufen. Um circa gegen 9 online, je nachdem wann die Folge in HD verarbeitet worden ist. Aber das sind wir ja, Männer. Wir das Abenteuer beginnen. Heute erzähle ich euch die Geschichte von der magischen Karte der Sternjuwelen. Vor langer, langer Zeit, in einer lang entfernten Generation, gab es einmal an einem fernen Ort eine riesige Stadt. All ihre Bewohner führten ein glückliches, unbeschwertes Leben. Man erzählt sich, es sei eine blühende, prosperierende Stadt gewesen. Bis eines Tages ich mich verlesen habe. Ein fürchterliches Unglück über die Stadt hereinbrach. Der Himmel verfinsterte sich und die Erde bebte. Das Ende der Welt schien nahe zu sein. Innerhalb einer einzigen Nacht versank die Stadt im Erdboden. Viele, viele Jahre später, viele, viele Montes Martis, war die Stadt bereits zu einer Legende geworden. Als keinerlei Spuren mehr ihre Existenz bezeugten, kamen Menschen, um erneut eine Stadt zu gründen. Diese Menschen sprachen: Ihr wollt meinen Schatz? In den Katakomben unter der Stadt ist noch immer ein uralter Schatz verborgen, das One Piece. Und so wurde die Legende dieses Schatzes in die Hafenstadt Rohlingen überliefert. Ihr wollt meinen Schatz, ihr wollt ihn haben. In besagten Roslingen beginnt das Abenteuer. Um den legendären Schatz und die magische Karte. Passt doch zum Thema One Piece, hm? Endlich lässt Toswurz mich einmal allein. Unter seinen ständigen Aufsicht machen Reisen gar keinen richtigen Spaß. Gelegentlich möchte ich mir schließlich auch einmal etwas alleine ansehen. Aber irgendwie herrscht eine seltsame Atmosphäre in der Stadt. Hey da, junges Fräulein. Willst du dir nicht was Nettes kaufen? Ich habe die schönsten Waren der Stadt, wie dieses Prachtstück hier. Dieses Kästchen ist sehr hübsch. Ist auch was drin? Es heißt, in diesem Kästchen befindet sich die Karte zu einem legendären Schatz. Aber nur jemand, der vollkommen reinen Herzens ist, kann es öffnen. Aber sie selbst, wenn einer wie ich es berührt, passiert gar nichts. Oh. Wenn du es schaffst, das Kästchen zu öffnen, soll sein Inhalt dir gehören. Na los, nimm es. Naja, ein kleiner Versuch kann ja nicht schaden. Und damit ist Peach verschwunden. Paracarry, da bist du ja wieder da, junger Freund. Was auch immer. Die Post ist da. Ich hoffe, du wirst nicht unser Partner sein. Oh, ich liebe die Grafik. Oh, guck mal das Bild mit unserem alten Partner, mit Boo, Bombette. Umbario, Bike, Koopa, Bat, Sushi und Paracarry. Hey Mario, Prinzessin Peach hat dir geschrieben. Ich darf den Brief doch bestimmt vorlesen, oder? Also gut, mal sehen.
Mario. Ich befinde mich gerade auf einer Reise durch die Provinzen des Pilzkönigreiches. Auf dieser Reise fiel mir eine seltsame Karte in die Hände. Angeblich eine Schatzkarte. Ich habe sie in einem Kästchen gefunden, das mir eine Marktfrau in Rohlingen gab. Aber ich wage es nicht, mich allein auf die Suche nach dem Schatz zu begeben. Deshalb möchte ich dich bitten, mich auf der Schatzsuche zu begleiten. Die Schatzkarte schicke ich mit diesem Brief. Bitte nimm die Karte und komm hierher. Ich erwarte dich am Hafen von Rohlingen. Deine Peach. PS, ich zähle auf dich. Tatsächlich, Mario, in dem Umschlag steckt eine alte Karte. Sieh dir das nur an. Ich habe gerade irgendwie Flashbacks. Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Flashbacks zu The Origami King. Wie gesagt, Äonentor habe ich nie gespielt. Hole ich jetzt nach. Das erste Mal. Prolog. Willkommen in Rohlingen. Ziemlich schön gestaltet. Hey Meister. Aufwachen. Rohlingen ist schon in Sichtweite. Da wolltest du doch hin, oder? Wir legen gleich an. Alles klar für deinen kleinen Landgang? Direkt der Speicherblock. Oh, totally in love. Schätze, die Landung hat sich ein wenig verzögert. Tut mir leid. Echt. Aber bist du ganz sicher, dass du ausgerechnet hier von Bord gehen willst? Reicht dir nicht, was ich dir unterwegs über Rohlingen erzählt habe? Was? Am Hafen wartet eine Prinzessin auf dich? Verstehe, wenn du das so siehst, kann ich dich wohl nicht aufhalten. Aber pass gut auf dich auf und viel Glück. Rohlingen. Okay. Oh, ich hab direkt meinen Hammer. Oh. Ah, das ist ja praktisch. Tasche. Mario? Nein, nicht schon wieder Sternsplitter. No. Wichtige Items. Journal. Galerie. Rohlingen. Kann ich nicht öffnen. Audiothek. Karte. Ui. Gibt es ja auch wieder so ein Eisgebiet. Tatsache. Ja. Oh, ich liebe es auch, mindestens keine 60 FPS. In dem Sinne läuft das Spiel sehr flüssig. Das ist ein Speicherblock. Durch Sprünge gegen diese Blöcke speicherst du deinen Spielstand. Falls du dann vom Titelbildschirm aus weiterspielen möchtest oder es gar Game Over für dich heißt, dann kannst du jederzeit dein Spiel von deinem letzten Speicherpunkt aus fortsetzen. Auf jeden Fall solltest du diese Blöcke nutzen, sobald du sie siehst. Außer es gibt kein Autospeichern? Okay. Das hier ist Rohlingen. Nur Verrückte kommen in diesen Gangsterstadt. Du scheinst auch so einer zu sein, aber ich gebe dir einen Tipp. Da drüben ist ein Speicherblock. Wenn du ihn berührst, wird gespeichert. Du weißt schließlich nie, wann es dich erwischt. Was? Ein junges Mädchen in einem rosa Kleid? Nein, habe ich nicht gesehen. Ist das etwa deine Freundin? Was ist? Was wollt ihr von mir? Was soll das? Tu nicht so scheinheilig. Du läufst einfach hier herum und fragst jeden nach Sternjuwelen. Wir haben dich durchschaut. Erzähl uns sofort, was du darüber weißt. Lasst mich in Ruhe. Ich habe euch überhaupt nichts zu sagen. Du kleine Rotznase. Dir werden wir eine Lektion erteilen. Los, Männer. Bring die Göre in unser Hauptquartier. Ein kluger Schlag zu, Obasko. Silos. Aber halt, lass das sein.
Mach gefälligst Platz, ich muss arbeiten aus dem Weg. Oh, das sieht nach einer Prügelei aus. Oh, es geht doch nichts über eine ordentliche Prügelei. Findest du nicht auch? Da drüben scheint es frei zu geben, aber du solltest dich besser nicht einmischen. Du wirst es in dieser Stadt nicht lange aushalten, wenn du Streit anfängst. Mit euch gehe ich jedenfalls nicht mit, Basta. Und du, Schnauzbart? Los, verzieh dich oder willst du hier nerven? Du willst nicht? Dann werden wir eben mal dir eine Lektion erteilen. Oh, unser erster Fight. Flucht in diesem Kampf nicht möglich. Jetzt beginnt der Kampf. Du musst diesen Kerl auf alle Fälle schlagen. Details erkläre ich dir später. Im Kampf kannst du Sprung und Hammer einsetzen. Ich setze mal Sprung ein. Drücke A genau dann, wenn du auf einem Gegner landest. Sehr gut, du bist ja super. So machst du diesen hohen Ochsen ruckzuck fertig. Komm, dann setzt du doch mal Hammer ein. Vielleicht hast du ihn jetzt, nur nicht nachlassen. Wow, hier funktioniert der Block ja ziemlich besser. Und nice, so geschafft. Du erhältst Sternepunkte. Sternepunkte sind diese kleinen Dinger hier. Dort oben werden die Sternpunkte angezeigt, die du erhältst. Für je 100 Sternpunkte steigst du einen Level auf. Merke dir das gut. Du bist ziemlich stark. Da hilft wohl nur noch... antreten. Oh oh. Er greift sie. Oh Gott, ich sehe zu viel, ich sehe nichts mehr. Schnell hierher! Los, verschwinden wir, bevor diese Typen irgendwas merken. Ich gehe mal hier hoch. Kann ich vielleicht so hauen? Hallo? Nö. Aber ich habe diesen Wirbeldreh nicht mehr, ne? Ey! Halt! In welche Richtung sind die beiden abgehauen? Oh, verdammt, diese Typen sind uns entwischt. Eine Gehaltserhöhung. Na, jedenfalls Dankeschön. Ohne dich hätte ich nicht so leicht fliehen können. Und das ist deine ganz persönliche Belohnung. Ich heiße Gumbrina und ich bin Studentin im 5. Semester an der Gumba-Universität. Und du, wer bist du? Mario, du bist dieser Berühmte? Dass ich dich hier treffe. Aber du scheinst auch gerade erst angekommen zu sein. Also, diese Stadt ist irgendwie unheimlich. Überall lungern seltsame Typen herum. Aber was kann man von einer Stadt namens Rodlingen schon anders erwarten? Wenn es hier nicht diesen legendären Schatz gäbe, wäre ich niemals gekommen. Du suchst auch nach dem legendären Schatz? Moment mal, was soll das denn heißen? Das ist eine Schatzkarte. Wo hast du den denn her? Von Prinzessin Peach? Oh, bist du das, Mario? Was für ein glücklicher Zufall, dass wir uns hier treffen. Ja. Was machst du eigentlich an diesem unglückseligen Ort, Mario? Was? Prinzessin Peach hat dir einen Brief und eine Schatzkarte geschickt? Und ihr wolltet euch am Hafen von Rohlingen treffen? Du willst wissen, wo die Prinzessin ist? Das wollte ich gerade dich fragen. Wir haben nur hier angelegt, um die Treibstoffvorräte des Schiffs aufzufüllen.
Und als ich einen Moment unaufmerksam war, ist Peach einfach verschwunden. Ich dachte natürlich, sie würde gleich zurückkommen, so wie immer. Aber diesmal ist sie wie vom Erdboden verschluckt. Aber jetzt bist du ja hier. Jetzt wird alles wieder gut. Du findest Peach bestimmt. Mir ist das zu viel Aufregung, also Mario, bitte finde die Prinzessin Peach einfach. Ich werde mich inzwischen in dem Tothaus dort drüben etwas ausruhen. Übrigens, Mario, wenn deine Kraftpunkte zur Neige gehen, dann solltest du ein Tothaus gehen. Dort werden deine KP wiederhergestellt. Und was mich angeht, diese fürchterliche Stadt ist wirklich zu viel für mich. Also wirklich unglaublich. Also wirklich unglaublich. Prinzessin Peach, ist das nicht die Prinzessin aus dem Pilzkönigreich? Die, die du immer retten musst, wenn dieser komische Bowser sie entführt? Und du sagst, die Prinzessin hat dir die Karte geschickt? Aber wo mag die Prinzessin nur sein? Vielleicht konnte sie es doch nicht abwarten und ist schon alleine auf Schatzsuche gegangen. Auf alle Fälle solltest du erstmal mit mir kommen. Ein Professor von meiner Uni ist zur Forschung über den legendären Schatz hier. Wir sollten ihm die Schatzkarte auf jeden Fall zeigen. Und auf der Suche nach dem Schatz werden wir sicher auch die Prinzessin finden. Wunderbar, Mario. Dann suchen wir mal also gemeinsam weiter. Umbrina gehört zum Team. Umbrina hat folgende Fähigkeiten. Zuweilen erscheint in der Nähe von Charakteren oder Dingen über Umbrina ein Symbol. Drücke in so einem Fall X, um mehr über den Charakter oder das Objekt zu erfahren. Drücke X, um mehr über einen Charakter zu erfahren. Das ist Gumbo, ein Goomba. Dauernd glaubt er, dass ihn irgendwer betrogen hat. Drücke X und sie gibt dir Infos über Orte, Personen und anderes in deiner Umgebung. Drücke X, um mehr über einen Ort zu erfahren. Der Markt von Rohlingen. Dies ist das Stadtzentrum mit allerlei Geschäften. Ein ganz schöner Betrieb hier. Aber ob das alles ehrliche Bürger sind? Manchmal erhältst du so nützliche Wissen. Erhältst du so nützliches Wissen. Versuche ihre Fähigkeiten zu nutzen, wann immer du kannst. Damit endet diese Einführung. Weißt du nun, wie du Gumbrinas Fähigkeiten nutzen kannst? Gumbrina kann dir aber auch im Kampf sehr nützlich sein. Sie kann Gegner mit einer Kopfnuss angreifen. Und mit dem Scanner findet sie Infos über Besonderheiten und KP euer Gegner für dich heraus. Also wie Gumbario. Sehr originell. Such mir zunächst einmal den Professor. Ich bin nämlich auch gerade angekommen, habe keine Ahnung, wo er wohnt. Übrigens, Professor Gumbart sieht so aus. Auch bevor ich es vergesse, falls du von jetzt an irgendwann mal nicht mehr weiter weißt, drücke einfach ZL. So kann ich mal ein bisschen mit dir teilen, um herauszufinden, was wir als nächstes tun sollten. Clever, oder? Ich wollte eigentlich mit den Typen hier reden. Ist das derselbe? Das ist Gumbo, okay. Ich suche diesen Halunken, der mich neulich beim Kartenspiel betrogen hat. Wenn ich den finde, mache ich ihn fertig. Marcello, so nennt man diesen halbseidenen Typen. Ständig versucht er irgendwo ein Vermögen zu machen, ohne zu arbeiten. Aber ist die ständige Suche nach Chancen nicht auch anstrengend? Da kann man doch gleich arbeiten gehen, findest du nicht auch? Oder wohnt in dieser Stadt etwa nur so ein lichtscheues Pack? Schnupper, Schnupper, es riecht nach einer profitablen Gelegenheit hier. Langsam könnte sich das Glück auch mal mir zuwenden, aber du hältst dich da raus. Todd und Koopas wird von einem Bruderpaar betrieben. Das hier ist Meaty, der jüngere der beiden Brüder. Es ist schön, wenn Brüder sich so gut verstehen und zusammenarbeiten, oder? Du verstehst dich doch auch gut mit Alfredo, ich meine natürlich Luigi. Herzlich willkommen, du bist zum ersten Mal in meinem Laden, oder? Nun, dann sollte ich dir zunächst einmal die Rabattpunkte erklären. Bei jedem Item, das du in meinem Laden kaufst, erhältst du einen Rabattpunkt, insgesamt bis zu 300. Die Rabattpunkte kannst du gegen Prämien tauschen, zum Beispiel seltene Items. In jedem Laden findest du eine Tafel, auf der die Prämien verzeichnet sind. So viel dazu. Soll ich dir nochmal erklären? Nein. Da dies nun geklärt ist, für einen Pilz bekomme ich 5 Münzen. Manche Items kannst du für Angriffe auf deine Gegner verwenden, andere füllen deine KP auf.
Du findest sie unter Items, nachdem du mit Hilfe vom Plus das Menü geöffnet und deine Tasche ausgewählt hast. Dann nochmal Honig, Sirup 2. Man kann ja nie genug haben. Ich habe schon 2. Ein Saurus Tonic wäre gegen Gift und Schrumpfung, brauche ich aktuell noch nicht. Hier kann ich auch mal 2 mitnehmen. So, und das heißt, alle Gegner natürlich schon. Komm, nehmen wir auch mal 1 mit. So. Ein Goomba aus Rohlingen. Manchmal kann er dir gute Ratschläge geben. Auf jeden Fall solltest du ihm zuhören. Manchmal kann das ganz schön nützlich sein. Du scheinst ja überhaupt keine Ahnung zu haben, also hör gut zu. Wenn du R drückst, kannst du deinen gegenwärtigen Status abfragen. Wenn deine KP zu nahe geht, solltest du dich in einem Turthaus ausruhen. Ich habe aber noch alle KP. Mal speichern. Und so kann ich... Okay, gut zu wissen. Komme ich denn hier zu diesem Schatz hoch? Bumbat, ist das nicht dieser alte Kauz im Osten? Ostend? Osten liegt von hier aus gesehen rechts. Was hat er denn getan? Hat er euch etwa bestohlen? Okay, dann gehen wir hier lang. Oh, Verzeihung. Nach sein komischer Typ. Der rappelt dich an und läuft einfach weiter. Unglaublich, manche Leute sind wirklich sowas von unverschämt. Hey, der hat mein Geld gestohlen. Und dann gehe ich erstmal nochmal hier. Gut, dass ich was ausgegeben habe. Was ist denn hier drin? Hier ist niemand. Halt! Bleib weg! Vorhin hat mich jemand angerammelt und meine Kontaktliste ist runtergefallen. Ich suche sie gerade. Macht jetzt nur keinen falschen Schritt. Ihr dürftet euch auf keinen Fall bewegen. Bleibt, wo ihr seid. Oh, du hast draufgetreten, meine Kontaktlinse. Ich habe euch doch gesagt, macht nur keinen falschen Schritt. Das ist deine Schuld. Du wirst mir meine Kontaktlinse ersetzen. Hast du kapiert? Kauf mir eine neue. Wenn das so ist, wirst du sehen, was du davon hast. Bis du meine neue Kontaktlinse ersetzt hast, werde ich dich nicht nach Westen lassen. Okay, dann halt nicht. Westend. Was ist hier? Sagt es nicht weiter, aber ich werde von der Polizei gesucht. Vor 3 Monaten habe ich in einer anderen Stadt einen Einbruch begangen. Ich bin hierher geflohen und werde einfach warten, bis Gras darüber gewachsen ist. Verratet ihr auch niemanden, dass ich mich ausgerechnet hier in diesem Kriminalitäts-Hotspot verstecke? Nee. Hallo? Mein Hammer ist nicht stark genug. Oh. Was? Ich habe einfach instant einen versteckten Sternsplitter gefunden. Oder dann gehe ich noch mit dir. Gestern habe ich 100 Münzen im Glücksspiel verloren. Aber das nächste Mal werde ich ganz sicher den großen Gewinn machen. Glücksspiele machen süchtig. Du! Der Markt von Rohlingen. Dies ist der Stadt. Okay, da ist doch immer noch das Gleiche. Hey! Ganz schön aufdringlich von dir, mir bisher zu folgen. Ist ja schon gut, du bekommst deine Münzen zurück. Da hast du sie. Jetzt zufrieden? Ich entscheide, ob ich Geschrei mache oder nicht.
Hey Kumpel, du solltest nicht so leichtfertig Leute anquatschen. Es kann sonst passieren, dass du angegriffen wirst. Nimm dich also in Acht. Hey, 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 du bist wohl nicht von hier. Das ist Moluskis Revier. Wenn du durch willst, musst du 10 Münzen bezahlen. Du solltest es nicht darauf anlegen, mit mir zu kämpfen. Kämpfen. Was, du willst mit Gewalt durch? Hier werde ich deinen Denkzettel verpassen. Einfach nur, um zu gucken. Genau. Lanzo. Das ist Lanzo, der Wächter. Ein fieser Typ, der Weg soll an diesem Tor kassiert. Maximale KP 20, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Sieht wirklich stark aus. Und noch etwas, wenn du springst, könnte die Lanze dich verletzen. Typ, der hier wirklich dein ganzen Jahr überwache? Ziemlich eifriger Wächter. Ja, schlaf erstmal eine Runde. Der letzte Schaf. Okay, 3 Runden, das ist gut. Technik, Items, komm. Feuerblume. Ich warte nur, ob ich es kann. Ja, es hat ihn aufgeweckt. Das ist blöd. Ah, vielleicht sollte ich wechseln. Und dann nochmal Hills. Nein, 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 nicht. Habe ich keine Feuerpumpe mehr? Oh Mist. Ach, Treuschaden geht ja. Na, Mist. Warte, Feuerblume einsetzen. Ich habe ein bisschen Geld verschwendet, aber egal. Oh, das zu blocken wird ein bisschen. Ja, Tom ist ja schon, gewinnen kannst du eh nicht mehr, du solltest lieber fliehen. Wenn du so weitermachst, ist bei Game Over für dich. Flucht findest du im Kommando Taktik. Manchmal ist die Flucht der einzige Ausweg. Findest du? Jetzt kannst du heilen. Damit hast du jetzt nicht gerechnet, ne? In der nächsten Runde war es für dich. Nein, 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 scheiße. Oh nö. Na warte. Ich heile mich kurz und dann komme ich zurück. Den Kampf will ich noch machen. Erstmal alles kaufen. Dankeschön. So, dann einmal heilen. Das soll das Tor sein. Münzen, ihr Geizkragen. Also mit den Leuten spreche ich erst in der nächsten Folge.
Ich möchte nämlich jetzt erstmal... den einen Dude besiegen. Jetzt habe ich eh keine 10 Münzen mehr. Erstmal muss ein paar Runden durchhalten. So kann ich schon mal üben zu blocken, ne? Und dann nochmal Feuerblume. Locken kann ich. Und dann kannst du mal eine Runde schlafen. Vorläufig bewegungsumfähig. Ich hoffe, mit dem Hammer geht er jetzt nicht auf. Verteidigung. Verteidigung. Okay, der steht auf, aber greift noch nicht an. Ja, noch zwei Runden. Das überlebe ich noch. Und diesmal nicht daneben, ne? Verdammt, nur weil du die Hauptrolle in einem Videospiel hast. Denkst du, du musst immer alles mit Gewalt lösen? Okay, dann gehen wir erstmal hier rein. Das ist Merlon, ein mysteriöser Magier, der in Rohlingen praktiziert. Merlon? Bist du umgezogen? Er kann deine Mitschreiter aufstufen. What? Willst du einen deiner Mitschreiter aufstufen, musst du ihm 3 Insignien bringen. Wenn du eine Rangerhöhung wünschst, geh auf die andere Seite des Tisches. Ich habe keine 3 Insignien. Oh, das sind sie ja, Professor Gumbas. Hm? Und mit wem habe ich das Vergnügen? Ah, du bist doch... Warte, warte, gleich fällt mir doch dein Name wieder ein. Also, Gumbabzi? Nein. Gumberta? Auch nicht. Ah, ich hab's. Gumbrina. Letztes Jahr hast du meine Vorlesung über Altertumsgeschichte besucht. Ja, richtig. Gumbrina studierte im 5. Semester. Sie erinnert sich also noch. Natürlich erinnere ich mich. Ich habe ein perfektes Gedächtnis. Und du warst eine meiner besten Studentinnen. Aber dieser Mann hinter dir, den kenne ich. Nicht. Mario heißt er, Sie wissen doch, der berühmte Mario. Entschuldige. Ich bin so in meine Forschungen vertieft, dass ich etwas weltfremd geworden bin. Aber weshalb seid ihr beide eigentlich hier? Wir möchten etwas über den legendären Schatz erfahren, der hier in Rohlingen sein soll. Und wir dachten, dass Sie uns sicher etwas darüber sagen könnten, Herr Professor. Aber sicher kann ich das. Schließlich bin ich nur nach Rohlingen gekommen, um dieses Thema zu erforschen. Aber warum interessierst du dich so sehr für den Schatz? Du weißt doch,
Es wird erzählt, das sei alles nur eine Legende. Die Wahrheit in einer Legende zu finden, ist die Aufgabe eines Altertumsforschers. Und ich glaube, dass es diesen Schatz wirklich gibt, deshalb will ich ihn finden. Eine sehr kluge Antwort, und wenn das so ist, werde ich dir nach Kräften helfen. Also, bereits zur Natur des Schatzes gibt es schon viele Fragen. Einmal ist die Rede von zahllosen Juwelen, dann wieder von einem magischen Item. Manche sagen, der Schatz sei ein Monster, andere, die Schatzkiste sei leer. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was davon wahr ist und was nicht. Aber ich weiß, wie man den Schatz findet. Ihr braucht dafür die Sternjuwelen. Die Sternjuwelen? Willst du holen den uralten Schatz? Hervor, bringe die 7 Sternjuwelen zum Äonentor. So sagt die Legende. Wenn sich etwas derart perfekt reimt, dann muss es doch einfach wahr sein. Um den Schatz zu bekommen, solltet ihr also zunächst die 7 Sternjuwelen suchen. Wie interessant. Auch ich habe uralte Schriften zu unserem Schatz studiert und sie stimmen in Folgendem überein. Der Besitzer der magischen Karte. Halte diese vor dem Äonentor in die Höhe. So dann werden die Sterne ihm den Weg zu den Sternjuwelen weisen. Seht ihr, jetzt wissen wir auch schon, wie man zu den Sternjuwelen kommt. Genau, und wir haben das Glück, besagtes Äonentor soll sich in den Katakomben dieser Stadt befinden. Aber die magische Karte ist natürlich das Wichtigste. Und die haben wir nicht. Doch, wir haben sie. Die magische Karte befindet sich nämlich in Marios Besitz. Was? Wie? Wirklich? Kannst du sie mir zeigen? Das ist das Original. Ja, das ist die echte magische Karte. Du bist großartig, umwerfend, wundervoll, exzellent. Mit dieser Karte finden wir heraus, wo die Sternjuwelen sind, wenn du sie einfach vor dem Äonentor hochhältst. Sie sagen es, Professor. Worauf warten wir also noch? Cumprina, Mario? Gehen wir mit der magischen Karte zum Äonentor. Auf, los, ich zeige euch den Weg in die Katakomben der Stadt. Das, liebe Leute, machen wir aber erst in der nächsten Folge. Ich sage an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Mal bei Paper Mario 64. Ich nehme mir erstmal einen Pilz. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Dahin, tüdelü.